Seelenpartnerschaft, Lieben ohne Limit, wünschen wir uns das nicht alle? Ja. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Webinar. Natürlich bin ich auch heute nicht allein, sondern heute ist bei uns die wunderbare Anne Heinze. Hallo Anne, ich grüße dich. Hallo Thomas, freue mich, dass du da bist. Schön. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das im Grunde jeden betrifft, über die Liebe. Wie lebe ich die Liebe meines Lebens? Muss ich da selbst erstmal was lernen? Und so weiter. Wir gehen gleich auf dieses Thema näher ein. Zunächst, wie immer, noch ein paar technische Hinweise. Sie können natürlich ab jetzt uns Fragen stellen. Wir haben schon einige Fragen vorher bekommen und werden im Laufe der Zeit uns auch einigen dieser Fragen widmen. Auch jetzt können Sie Fragen stellen. Sie sehen unter dem Video im Textfeld erst, wo Sie Ihren Namen eintragen können. Wenn Sie das nicht wollen, schreiben Sie einfach anonym oder ein A, das ist auch alles kein Problem. Oder erfinden einen Namen, ist auch ganz lustig. Und darunter Ihre Frage. Und Sie werden sehen, viele Fragen werden sich wiederholen, aber scheuen Sie sich nicht, nutzen Sie die Chance, denn es ist eine tolle und einmalige Chance, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht fangen wir da mal an, darüber zu sprechen. Wie kamst du auf das Thema? Ach, es gibt verschiedene Ebenen in meinem Leben. Eigentlich begleitet mich das Thema Seelenpartnerschaft schon ganz, ganz lange. Weil im Zusammenhang mit meiner Arbeit mit Menschen habe ich irgendwann mich auch mal hingesetzt und habe mir überlegt, was ist die erste wirklich tolle, tolle, funktionierende Beziehung, die ich kennengelernt habe. Die Eltern sieht man immer kritisch, ja. Klammern wir mal aus, auch wenn sie jetzt schon seit fast 60 Jahren zusammen sind. Aber als Kind, da war ich 7 oder 8 Jahre alt, hatte ich ein Vorbild, das war Uschi und Adalbert. Und sie liebten sich, sie waren eine sehr ungewöhnliche Partnerschaft, sie waren unkonventionell. Sie waren sehr im Dialog miteinander. Sie waren sehr, sehr unterschiedliche Menschen. Und ich fand das total toll. Als Kind habe ich das so aufgesogen wie so ein Schwamm, zu erleben, wie unterschiedliche Dinge zusammen sein können, ohne dass permanent Konflikt entsteht. Und wenn ein Konflikt da ist, dass der besprochen werden kann, ohne dass gleich Scherben entstehen. Das war toll. Das war so die erste Geschichte. Und die zweite war natürlich in der Arbeit mit Menschen als Coach, als Therapeutin, als Beraterin. Seien wir mal ganz ehrlich, das, was die meisten Menschen brennend interessiert und am tiefsten bewegt, ist Liebe, ist Partnerschaft, ist Beziehung. Und die ganzen Karrierethemen und Erfolgsthemen und wie werde ich reich, berühmt und erfolgreich, das ist eher im Vordergrund. Und wenn man dann noch mal ein Stück tiefer geht, dann kommt sehr schnell das Thema Liebe und Partnerschaft. Mhm. Ja, du leitest ja auch oder hast gegründet die Open Mind Akademie und die Liebesakademie. Das heißt, du weißt, worüber du sprichst. Und sind da bestimmte Themen, wo du sagst, die sich in letzter Zeit häufen? Bestimmte Problematiken, was Beziehungen betrifft? Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zeitphänomen, die seriellen Singles, die immer mal wieder auch serielle Beziehungen haben und dann ist sie vorbei. Mhm. Und dann stehen sie da und sind wieder auf der Suche. Also dieses Phänomen, es bleibt nichts wirklich Beständiges da und was kann ich dafür tun, damit was Beständiges da bleibt? Das ist ein häufig auftauchendes Thema. Und das zweithäufigste ist definitiv die Beziehung, die irgendwann mal begonnen hat und jetzt ist sie eingeschlafen. Jetzt ist sie nicht mehr lebendig, jetzt ist sie nicht mehr belebt, jetzt ist sie nicht mehr erotisch, sie ist nicht mehr prickelnd. Wie kann man das beleben? Und wenn wir das erste Thema uns mal anschauen, also die Singles, die immer wieder schön kurzes Verliebtsein empfinden, aber sich eine längere Liebe wünschen. Ich vermute mal, da muss man oder kann man selber an sich arbeiten, um da etwas zu verändern. Mhm. Ist das so? Ich glaube, wir schauen alle zu viel Hollywood-Filme. Ja. Ja, da ist dann mit der rosaroten Brille und die Engel und die Geigen, ja, alles toll und dann ist the end und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Und das ist eben falsch, genau da geht's los. Mhm. Also diese Klischee-Vorstellung, Mann, Frau, bitte auch gleich alt und soll dein Leben lang zusammenleben und ohne Kind ist auch keine wirkliche Beziehung. Nein. So dieses alte Denken. Nein, genau. Weil das, was spannend ist, dann ist dann, wenn Konflikte auftauchen. Mhm. Wenn ich also jetzt nicht mehr Sunny Girl und Sunny Boy bin und was weiß ich habe Schnupfen und der Mann hat Grippe und das Kind muss gestillt werden und der Rasen wird bitte gemäht und also die klassischen Alltagsthemen. Mhm. Das wäre noch das Einfachste. Sag mal Zahnpastatube. Mhm. Nee, wenn dann ein echter Konflikt auftritt, also wirklich so zwei divergierende Lebensmodelle aufeinanderstoßen und sagen, pass mal auf, ich will aber dahin und dahin, was mache ich denn, wie kann ich wirklich in Dialog kommen mit meinem Partner, sodass nicht alles auseinandergeht und wir so eine Ex- und Hop Beziehung leben. Und das ist leider oftmals der Fall geworden. Also ich nehme ja an, dass sozusagen ohne eine wirkliche tiefe Basis eine Beziehung auch nicht halten kann. Aber wahrscheinlich geht es immer wieder darum,
diese Basis zu erkennen, zu würdigen und was dafür zu tun, oder? Ist das so? Ja, genau das ist es. Und ich meine, es ist wirklich so, es ist noch nie eine Partnerschaft an der Liebe gescheitert. Ja, schön. Noch nie. Ja. Und das ist die Basis, die ist einfach da. Ne? Wir reden davon, dass wir uns verliebt haben und dann haben wir erstmal nur den Hormoncocktail und wenn die Verliebtheit weg ist, dann muss etwas anderes anstelle dieses Hormoncocktails treten. Und das ist die tiefe Verbundenheit und am allerbesten Freundschaft. Wenn ich mit meinem Partner eine tiefe Freundschaft habe und auch eine echte Alltagstauglichkeit, nenne ich das immer. Ja? Also wir müssen nicht drüber reden, wer bezieht jetzt die Betten und wer bringt den Müll raus. Das passiert einfach. Ja? Dann ist eine wunderbare Grundlage für eine lang andauernde Beziehung. Die meisten Menschen haben aber diese Hollywood- und Verliebtheitscocktail und ich bin permanent geil auf dich. Das ist aber nicht real. Ja, das ist einfach eine Wunschvorstellung, die ja, Osterhase und Weihnachtsmann. Ja. Ne, so, auf der Ebene findet das statt. Also tiefe Freundschaft, das kenne ich auch ein bisschen. Also ich glaube auch, wenn man Paare hört, die ganz, ganz lange zusammenleben, die sagen oft, ja, das Allertiefste ist die Freundschaft, die uns verbindet. Und noch was anderes ist mir aufgefallen, wenn ich dich mal zitieren darf. Wie schafft man es, in eine Beziehung zu wachsen, indem man sich unabhängig vom Urteil des Partners macht? Das heißt, indem auch jeder sein Leben weiterlebt und trotzdem die Verbundenheit da ist. Das ist leider von vielen Frauen, muss ich jetzt leider sagen, ein großes Problem. Sie geben sich selbst und ihre Identität in großen Teilen auf. Na, also da kommt eine Frau, die wirklich, ja, die lebt ihr Leben, die ist unabhängig. Die hat einen tollen Job, sie ist attraktiv, sie ist all das. Und dann kommt ein Mann und liebt sie und auf einmal wird sie zum kleinen Mädchen. Und dann himmelt sie ihn nur noch an. Und der Mann hat sich aber in die starke Frau verliebt. Ja, der wollte gerne, wirklich gerne eine starke Frau an seiner Seite haben. Und auf einmal wird sie so devot. Nicht im Sinne von 50 Shades of Grey, sondern sie nimmt sich so zurück und passt sich an, dass sie eigentlich ihr eigenes Leben nicht mehr lebt. Und dadurch verliert sie auch Attraktivität für den Mann. Der hat auf einmal nicht mehr die gleiche Partnerin, wie die, in die er sich verliebt hat. Ja, Seelenpartner. Vielleicht auch mal so eine grundsätzliche Frage. Da haben auch zwei Menschen anonym schon gestellt. Ganz klar, wie erkenne ich meinen Seelenpartner? Was ist denn ein Seelenpartner eigentlich aus deiner Sicht? Also, wir alle kennen das Verliebtheitsgefühl. Das Verliebtheitsgefühl, boah, da ist er, ja, und der ist toll. Ja, den möchte ich näher kennenlernen. Und die Hormone, ja, haben wir schon gehabt. Und die Seelenpartnerschaft unterscheidet sich zunächst erstmal oft nicht davon. Dann gibt es aber einen ganz großen Unterschied und das ist der Zeitfaktor. Die Verliebtheit ebbt ab, das wissen wir einfach. Ne? Das wird alles normal, wenn auch so die Neurotransmitter sich alle beruhigt haben. Und dann ist diese Verbundenheit und diese tiefe Berührung mit dem Menschen verändert. Beim Seelenpartnerschaft ist sie von Anfang an da und die bleibt. Und das Paradoxe ist, manchmal heißt das nicht unbedingt, eine erotische Partnerschaft zu haben. Dass man mit diesem Menschen zwar verbunden ist und eine tiefe, tiefe innere Liebe spürt und diese Verbundenheit hat, aber das Wichtigste ist mir, ich will, dass er glücklich ist. Und wenn er aber in einer Beziehung ist, was ja häufig der Fall ist, ne, die sind ja nicht alle frei, die sich begegnen als Seelen, dann ist es nicht unbedingt notwendig, dass ich sage, geh da bitte raus, ich will dich haben und leb dein Leben mit mir, sondern dann kann es bedeuten, dass ich ihn freigeben muss. Und das tut manchmal weh. Also das empfinde ich auch bei deinem sehr, sehr schön geschriebenen Buch, dass ich finde, du öffnest sehr. Also du hilfst, diese alten Denkstrukturen aufzugeben und zu sagen und zu sehen, das kann eine ganz unterschiedliche Art von Beziehung sein. Ja, natürlich Mann, Mann, Frau, Frau, unterschiedlichen Alters und eine Geschichte ist von zwei Menschen, die leben in unterschiedlichen Kontinenten und sind trotzdem verbunden, sind Seelenpartner. Ja. Das ist wirklich interessant. Und ich denke, das ist ja auch, deswegen machen wir uns oft zu viel Sorgen, weil wir denken, oh, das muss aber so sein, sonst ist es keine wirkliche Partnerschaft. Stattdessen geht es wohl darum, dem Herzen zu folgen, den Mut zu haben, das zu leben, was einem begegnet. Jetzt gibt es Menschen, die sind trotzdem allein und finden keinen Seelenpartner. Was kann ich tun als allein lebender Mensch, der mir das so sehr wünscht? Muss ich lernen, mich selbst zu lieben? Ja, das ist die Basis. Hallo, wie soll denn das gehen? Wenn ich mich ganz schrecklich finde, ja, und finde mich ganz doof und finde mich unattraktiv und ich bin selbstzweifelnd bis zum geht nicht mehr. Und du würdest dich jetzt in mich verlieben, ne? Ich würde das ja nicht glauben. Weißt du, das passiert tatsächlich. Dann begegnen ihnen Menschen, die sie auch in dieser Unvollkommenheit wirklich schätzen und lieben und sie gerne als Partner hätten. Und sie stoßen sie von sich aus Angst vor Nähe, weil sie einfach sagen, das kann ja nicht sein. Der will irgendwas ganz anderes. Männer wollen eh nur Sex und Frauen wollen was weiß ich. Ja? Und zunächst mal die Erwartungshaltung aufzugeben. Das ist so wichtig. Die Vorstellung, wie eine Partnerschaft zu sein hat oder wie der Mann zu sein hat. Ich kenne Menschen, die kommen zu mir ins Coaching, die haben so eine Latte. Ja.
an Anforderungskriterien. Ja, ja, ne? Genau, Checklist, doink, 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 was alles sein soll. Ne? Ja. Die ist Hollywood geprägt, sage ich jetzt mal. Und wenn ich aber sage, pass mal auf, ich gehe durchs Leben und sage, wer immer da ist und da ist ein Partner für mich, dann schickt ihn mir. Und ich weiß nicht, ist der groß, ist der klein, ist er dick, ist er dünn, ist er alt, ist er jung, ist es Mann, ist es Frau. Das ist Offenheit. Also auch diese Vorstellungen mal loszulassen und zu sagen, ich bin auch bereit, unkonventionelle Wege zu gehen. Mhm. Weil Seelenpartnerschaft, und das ist eben das, worum es in der Liebe ohne Limit geht, die ist sehr, sehr oft unkonventionell. Und zwar, wie ich mit anderen Menschen erlebt habe und auch aus eigener Geschichte, weil ich glaube, da kommen wir aus unserer Komfortzone raus. Da kommen wir aus dem Alltagstrott raus. Wir werden echt herausgefordert, ne, hervorgerufen, sodass das Beste in uns, auch die größte Liebesfähigkeit überhaupt erstmal erscheinen kann. Toll, ja. Und das ist nicht leicht. Ja, klar. Also Seelenpartnerschaft tut oft weh. Mhm. Ich sage aber auch immer, die Seelenpartner lehren lieben. Ja, und wahrscheinlich geht es bei jedem Menschen um andere Themen. Also ich glaube ja auch daran, dass wir uns sozusagen immer auch weiterentwickeln und weiter lernen wollen. Unsere Seele ist wahrscheinlich sogar darauf angelegt. Und ist es wahrscheinlich deswegen so, dass uns zur rechten Zeit ein Mensch begegnet, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben. Mhm. Und dann gilt es aber wirklich hinzuschauen. Ja. Und deswegen ein weiteres Zitat, bevor wir natürlich auf Ihre Fragen eingehen, meine Damen und Herren. Was ich auch wirklich spannend finde, du sprichst von Geistesklarheit. Ja? Also vielleicht übersetzt auch so eine, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, kannst du dich gleich berichtigen, eine Achtsamkeit, eine Wachheit. Der Satz heißt, ich bin überzeugt, dass ohne eine gehörige Portion Geistesklarheit die Liebe ohne Limit nur schwer zu erreichen und dauerhaft zu leben ist. Mhm. Was ist diese Geistesklarheit? Das ist sehr einfach zu erklären. wirklich sehr, sehr einfach. Wir haben oft diese Tendenz zu sagen, ich muss auf mein Herz hören, ja? Und mein Gefühl und all das. Und die Geistesklarheit heißt aber totale Bewusstheit, heißt auch Konzentration, heißt auch Öffnung, heißt nicht, den Verstand auszuschalten. Mhm. Heißt nicht, wirklich nur noch auf mein Herz und meine Intuition sagt was ganz anderes, mein Verstand sagt, pass mal auf, du passt ja gar nicht zu mir. Ne? Also Geistesklarheit heißt, den Moment zu sehen und das dann wieder zu unterscheiden von dem, was meine Glaubenssätze waren, was ich früher als Vorbild erlebt habe, dann diese Vorstellungen loszulassen und zu sagen, passt es wirklich oder kann ich mich auf was Neues einlassen? Und Klarheit ist Achtsamkeit, ist Bewusstsein und auch wirklich Vorurteilsfreiheit. Wirklich auf was Neues zu riskieren und zu wagen, ja. Ich meine, du führst auch eine ungewöhnliche Beziehung und du hast eine Seelenpartnerschaft und ich hatte das 15 Jahre lang nicht interessiert oder vielleicht nur marginal, was man dazu sagt, ja, und wie man das leben kann. Und auf die Art und Weise hast du aber das Geschenk bekommen, so eine Partnerschaft erleben zu können. Mhm. Ist dir schwer gefallen? Also wenn ich mal von mir erzähle, ist es so, dass in der Tat das Unglaubliche eigentlich diese erste Begegnung war, wo man sofort plötzlich sich wie aufgehoben gefühlt hat. Ja, auch schön. Wie eine Heimat, ja, mit in der anderen. Und ihr ging es genauso. Mhm. Und trotzdem hat es noch eine ganze Weile gebraucht, bis man sich angenähert hat und sich kennengelernt hat und so, aber eigentlich war es sofort klar. Mhm. Und ich glaube, jede Beziehung ist anders, deswegen kann ich nur von meinem Beispiel reden. Trotzdem finde ich mich in vielen wieder, was ich hier lese. Man empfindet gemeinsam Frieden, man hat so ein gemeinsames Vertrauen und wir sind trotzdem sehr unterschiedlich. Mhm. Ja, und ihr gebt die Persönlichkeit nicht auf. Richtig. Und wir haben halt natürlich die ersten Jahre sehr viel geredet oder immer wieder mal, wenn der eine wieder ein neues Thema hat und dann man teilt vieles. Ja? Mhm. Also ich glaube schon, eines der Geheimnisse einer richtig tollen Beziehung ist, wirklich zu lernen, miteinander zu sprechen über alles. Und gerade über die Sachen, wo man sagt, du, ist gerade was Blödes passiert oder so. Und wenn da Liebe da ist, dann sagt die andere oder der andere, du, ich weiß eh, ich habe es schon gefühlt und es ist schön, dass wir darüber reden. Und so Sachen erlebt man dann. Mhm. Ja. Ist nicht da auch, wenn du das gerade so schilderst, ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass man die Angst verlieren muss, den anderen zu verletzen? Ja, natürlich. Ja, weil das machen ja ganz viele Menschen, die haben so eine ganz starke, intensive Harmoniesucht. Gerade am Anfang, in den ersten Jahren. Und bloß nichts Kritisches und Ecken und Kanten, das nicht so gut. Und sich auch wirklich zu trauen, es tut mir leid, wenn ich mich jetzt wirklich nackig mache und alles sage, was mich bewegt und was mich beschäftigt und was mich auch stört in der Partnerschaft oder am anderen. Ich muss es sagen, weil wie soll ich sonst verändern? Weil wenn ich es nicht ausspreche, dann schwelt das ja so subkutan und unter den Teppich gekehrt und vergiftet die Luft.
Und dann muss es manchmal eben auch möglich sein, dass man unbequeme Sachen sagt. Ja. Jetzt ist eine Frage, die passt da natürlich wieder ideal, so wie das Leben uns beschenkt, mit den idealen Fragen zur rechten Zeit, von Wolfgang. Der will wissen, hallo Wolfgang, kann es sein, dass in einer Seelenpartnerschaft nur einer von beiden so empfindet? Ja. Und kann sich das mit der Zeit ändern? Ja, das kann passieren. Manchmal ist deine Seele ist schon so weit, den anderen zu erkennen, der andere aber noch nicht. In der Seelenpartnerschaft ist es aber wirklich so, dass du manchmal, du hast es auch beschrieben, ne, dir Zeit laufen lassen musst, um zu schauen, was denn wirklich passiert. Manchmal ist es auch so, der Seelenpartner begegnet dir, habe ich auch schon erlebt, der geht nie in eine wirklich intensive Beziehung mit dir. Aber allein die Tatsache, dass er dir begegnet ist, macht wahnsinnig viel in dir selber. Also öffnet Türen, fördert Liebesfähigkeit, macht dich bereit, auch andere Partnerschaften dann anzunehmen. Auch die nächste Frage passt, finde ich, sehr, sehr gut. Es geht nun darum, dass man sozusagen wirklich aufeinander zugeht. Und Dennis will wissen, wie schaffe ich es, auf die Bedürfnisse meiner Partnerin einzugehen, ohne mich von ihr selbst zu entfernen? Dennis. Mich von mir zu entfernen. Entschuldigung, ja. Dennis. Ja, so. Das Wichtigste ist erstmal, dass ihr im Dialog seid. Dialog, wunderbar, absolute Grundlage. Geht nicht anders. Ja? Das heißt, du musst als erstes mal herausfinden, was sind die Bedürfnisse, indem ihr sie aussprecht und nicht bitte, einen großen Fehler, anzunehmen, du wüsstest, welche Bedürfnisse sie hat. Ja, das ist manchmal ganz anders. Du glaubst, sie hätte sie. Nee, frag sie. Frag sie und lad sie ein, wirklich ganz offen zu sein, das zu sagen, was sie für sie wichtig ist. Und dann könnt ihr euch erst hinsetzen und du kannst es für dich abgleichen, was ist mit meinen eigenen Bedürfnissen und neige ich vielleicht aus Angst vor Verlassenwerden oder aus großem Wunsch nach Harmonie dazu, mich zu sehr zurückzunehmen. Wenn du dann aber weißt, das will sie gar nicht, ne, weil ihr im Dialog seid und weil sie ja diesen Menschen so haben möchte, wie sie dich kennengelernt hat, dann wirst du auch lernen, auf deine Bedürfnisse zu achten, ohne diese Angst vor Verlust zu haben. Mir fällt noch ein weiteres Thema Vorurteil, Denkmuster ein, das in der spirituellen Szene sehr verbreitet ist, nämlich das der Dualseelen. Mhm. Ja, da wird dann oft gesagt, wird auf Plato Bezug genommen, der genau, der Mensch, der sich irgendwann geteilt hat in zwei Hälften, müssen sich irgendwann wiederfinden und es ist so ein Ideal, das wünschen sich auch viele. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe da eine total kindliche Haltung dazu. Mhm. Ich verstehe die Seelen, wo sie herkommen, als eine Weltenseele. Und dann splittern sich so Seelenteilchen davon ab. Und ob das ein Dual ist oder ein Multiteil oder ein Partner oder ein Zwilling, gibt es ja auch noch, ja? Das ist mir herzlich egal. Ich brauche diese Definition nicht. Das ist für mich ein bisschen sehr Hirnfutter, sondern für mich ist das Wichtigste ist dieses Gefühl, was du auch beschrieben hast, dieses Erkennen, dieses Wissen, ach, da bin ich zu Hause, da habe ich diesen inneren Frieden. Und ob das nun Dual, Zwilling, das ist mir ziemlich egal. Mhm. Einlassen drauf. Das ist meine Empfehlung, ja. Und nicht versuchen, weiter Hirnfutter zu betreiben. Und was ist es jetzt? Das entfernt uns vom Moment und vom Gefühl. Das klingt gut. Und damit zusammenhängt ja auch ein weiteres Denken, dass man sehr neugierig dann ist, kennen wir uns aus früheren Leben. Ich kenne das bestimmt aus Tibet und so eine alte Anmache unter Esoterikern. aber in der Tat, es mag ja sein, aber wenn man es nicht weiß, was hat es für einen Sinn, danach zu forschen, oder? Würdest du es so sagen, oder? Als alter Reinkarnationstherapeut, den habe ich nämlich auch mal eine Ausbildung gemacht. Und habe es dann vorsichtig. Und habe es auch, habe es auch wieder verlassen. Ja. Weil ich sehr viel erlebt habe, ich habe vielleicht ein halbes Jahr lang so gearbeitet, dass viele Menschen das benutzen, eben um sich zu erklären, warum sie was nicht können im heutigen Leben. Und das ist so ein bisschen, diese Reinkarnationsschau ist wie, ich gehe in einen guten Kinofilm und mal bin ich der Samurai und mal bin ich der mit dem Wolf tanzt und mal bin ich die 50 Shades of Grey, keine Ahnung. Ja. Das ist so egal. Das ist so vollkommen egal. Wir leben heute und ob das einen Einfluss hat oder nicht, wir können nur heute verändern. Wir haben nur heute die Möglichkeit, auf diesen Partner einzugehen. Wir haben nur heute die Möglichkeit, die Liebe ins Leben einzuladen. Und das mag ja sein, dass du mal früher mit mir, du warst mal mein Sohn oder ich war mal deine Tochter und so, alles ganz schön. Spielt keine große Rolle die Gegenwart. Das ist schön, das gefällt mir, weil es passt auch zu dieser Unterteilung, die du ja auch vornimmst, Esoterik und Spiritualität. Ne? Ich denke auch, die moderne Spiritualität, Leben hier und jetzt, Dasein, wirklich mit allem, was da ist, oder? Ja, aber dennoch,
dennoch zu wissen, Spiritualität ist für mich anzuerkennen, dass es etwas gibt, was jenseits des Physischen ist. Ne? Das Metaphysische. Ja. Hier haben wir das Physische, da sitzen wir jetzt am Tisch und haben unser Wasser und so. Ne? Es gibt aber noch was anderes. Natürlich, und, sonst hallo, könnte man noch die Liebe gar nicht. Sonst könnte ich die Liebe nicht. Ich könnte auch nicht über Seelenpartner. Erklären. Hast du schon mal eine Seele gesehen und gewogen? Nein. Ich nicht. Ne? So, das wissen wir also nicht. Es ist aber die Akzeptanz, dass es da eine Ebene gibt, die uns genauso bewegt, die uns leitet, die uns führt, die uns in irgendeiner Weise nährt und nach der wir Sehnsucht haben. Sonst wären ja die Menschen nicht so auf der Suche nach einem Seelenpartner. Und deswegen akzeptiere ich total und lebe, ich nenne es bodenständige Spiritualität, nicht abgehoben und nicht sehr im Fabulieren und Ominösen bleiben, was so sein kann oder auch nicht. Die Liebe, die ist. Wir kennen das alle, das Gefühl. Übrigens, das muss ja nicht unbedingt ein Mensch sein. Ich liebe ja auch meine Tiere. Mhm. Ich liebe auch meine Kinder. Seelenpartnerschaft kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein. Seelenfreundschaft, Seelenverwandtschaft. Das ist alles nicht messbar und nicht wiegbar. Dennoch ist es da und das ist für mich Spiritualität. Ja, du unterscheidest sogar in 5 verschiedene Arten der Liebe. Liebeskultur hast du es genannt. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Also Liebe zu mir, zum Du, zur Gemeinschaft, zur Erde und das ist dann wohl die spirituelle Komponente, zur Lehre. Mhm. Was ist damit gemeint? Lehre mit 2 E. Mit 2 E, genau. das ist die Lehre, in der alles möglich ist, in der auch alles voll sein kann, in der alles möglich ist, wo es keine Beschränkung gibt. Wo du kannst auch sagen, Gott, Universum, all eins sein, all Liebe, Hingabe? Dem Demut. Nicht mehr nennbaren, aber was wir im Grunde alle spüren, wenn wir mal schon mal ein bisschen meditiert haben. Oder genau. In glücklichen Momenten, auch verliebt waren, in der Liebe waren. Genau. Schön. Ich meine, es gibt Menschen, die erleben diese Lehre zum Beispiel, was sich ganz komisch anhört, beim Sex. Mhm. Ja, ich bin im Dialog, im Körperdialog mit meinem Partner und irgendwann passiert tatsächlich dieses Gefühl, dass ich die Grenze zwischen mir und meinem Körper und dem Körper des anderen nicht mehr habe. Und wir werden eins. Und das ist so ein ganz tantrisches Erleben und die völlige Hingabe. Bhakti. Schön. Ich gehe gleich wirklich auf Ihre Fragen noch mehr ein. Vertrauen Sie mir. Aber das will ich auch noch mal kurz beleuchten, weil das ist ja auch so ein zentrales, wichtiges Thema, die Sexualität und die Liebe. Jetzt gibt es auch wieder die einen, die sagen, die Idealform ist, dass natürlich auch sexuell alles wunderbar ist und wir uns lieben. Und es gibt Menschen, die trennen das und man soll es nicht trennen. Alles Quatsch, oder? Weil jeder Mensch es für sich finden muss. Ja? Ich habe so gar nicht mit Dogmen. Wie etwas zu sein hat oder so muss es, nur dann ist es richtig. Richtig und falsch gibt es in meiner Welt echt nicht. Gibt's nicht. Sondern das, was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Was für mich richtig ist, ist was anderes. Und wenn wir ein Paar wären, dann sollten wir darüber reden, dass es hoffentlich das Gleiche ist. Ja. Ich kenne super wunderschöne Partnerschaften, die wirklich Liebe ohne Limit leben. Die leben total erotisch, total hingebungsvoll, völlig sexuell, sinnlich, wirklich sinnlich, Berührung, Zärtlichkeit, Körperdialog, weil auf dieser Ebene dann eben auch dieser andere Zugang zur Seele gefunden werden kann. Und ich kenne Partnerschaften, die leben seit langer Zeit und nicht, indem sie was unterdrücken, ohne Sexualität. Und das ist vollkommen okay so. Auch hier, sich trauen, unkonventionell, andersartig, nicht zu glauben, es muss auf irgendeine Art und Weise sein. Das ist das, wozu ich die Menschen gerne einlade. Hm. Ja, und in der Tat, ich finde ja auch, das ist eigentlich das größte Abenteuer, wenn man so einem Partner, einer Partnerin begegnet, dann wirklich das in der Tiefe zu untersuchen und sich selbst noch besser kennenzulernen und den anderen ja auch. Manche sagen ja auch, Beziehung ist eigentlich der Königsweg der Spiritualität, was auch schon wieder Dogma ist vielleicht, aber es ist schon sehr, sehr intensiv. Ich sage mal ein bisschen provokativ, es ist echt keine Kunst, die Erleuchtung zu erreichen, wenn ich mich 20 Jahre in eine Höhle im Himalaya sitze. Okay. Ja? Wenn wir aber in eine Beziehung eintreten und du mir täglich lebendige Beziehung vor Augen führst, täglich etwas von mir willst, täglich im Dialog bist mit mir, das ist eine echte Herausforderung. Das ist eine hohe Kunst der Liebe. Und Alleinsein, ich bin ja nun Single, ja? Alleinsein ist total einfach. Total einfach. Wirklich. Im Dialog und im Zusammensein und in den Kompromissen, in den manchmal faulen Kompromissen und in den, heute kann ich dich nicht leiden und all sowas. Da fängt das an, wirklich in eine Partnerschaft zu münden, dass man nicht 1 und 1 gleich 11, sondern noch viel mehr ist.
Ach, mein Lieblingsthema, du merkst schön. Es schon. Cool. So, jetzt Sie an Fragen, meine Damen und Herren. Eine Frage von Anonym, wie gesagt, Sie müssen nicht Ihren Namen nennen. Kann es auch sein, dass der Seelenpartner die Beziehung, ich glaube, das hatten wir ein bisschen schon, aber trotzdem aus Angst nicht eingehen möchte, obwohl er die Liebe spürt? Angst vor Nähe ist ein häufiges Phänomen. Das haben wir heute alle nicht so richtig gelernt, sich aufeinander einzulassen. Und das ist aber dann, guck mal, das kann zum Beispiel sein, lieber Anonym oder liebe Anonym, das kann ja genau der Punkt sein, weswegen dir dieser Seelenpartner begegnet. Ja, diese Angst vor Nähe, entweder der andere oder auch wie gehst du damit um, das ist deine Herausforderung. Das ist für dich die Chance, an der du wachsen kannst. Und mit dieser Chance kannst du gehen. Entweder mit dir selber, wenn du merkst, boah, du kannst ja am anderen und seiner Angst vor Nähe nichts ändern. Dann kannst du etwas daran ändern oder darauf Einfluss nehmen, wie du damit umgehst. Und das wird dich weiterbringen, in jedem Fall. Vielleicht kommt dann viel leichter der offene Seelenpartner in dein Leben, weil du in der Form schon an dir gearbeitet hast. Schön. Ja, und dazu passt die nächste Frage, Seelenpartner. Die Frage ist von vielen gestellt worden. Wie erkenne ich ihn oder sie denn nun eigentlich? Ja. Du hast es wunderschön eben erzählt. Dieses Treffen auf einen Menschen, denkst, da ist er ja. Ja, und sofort dieses Heimatgefühl, diese tiefe Verbundenheit. Du hast das Gefühl, du kennst ihn schon ganz lange. Du weißt aber genau, du siehst ihn jetzt das erste Mal. Und dann gibt es ganz oft so, wenn du in der Biografie, in der Lebensgeschichte parallel entdeckst, dass du denkst, das kann doch nicht sein. Der hat schon mal, als ich Kind war, um die Ecke gewohnt. Oder meine Schwester ist mit seinem Bruder in die gleiche Klasse gegangen. Oder so ganz, ganz viele merkwürdige Erlebnisse, wo du denkst, hallo, sehr interessant und spannend. Was auch oft ist, ist dieses Gefühl, dass du ohne diesen Menschen gar nicht mehr sein willst und gar nicht mehr kannst. Und dass dein Leben ohne diesen anderen Menschen sehr viel weniger ist, dass du das Gefühl hast, du blühst auf, wenn er in deinem Leben ist. Und das jenseits der Verliebtheit, ne, wirklich dieses, ich sage nochmal, ich glaube, wir wissen das alle, was verliebt ist. Ne, die Schmetterlinge im Bauch und wilder Hormoncocktail, das ist das bei der Seelenpartnerschaft nicht. Das ist eine eher ruhige, stille Liebe. Das ist mehr so ein, wie soll ich das sagen, so ein Schwingen, so ein Freuen. Es ist auch ein Aufblühen vom Menschen. Und es gibt eine ganze Menge andere Kriterien noch, aber man kann so eine Liste machen. Ich habe auch mal so eine Merkmalliste gemacht, die steht da auch drin, woran man das erkennen kann. Dennoch kann es auch alles ganz anders sein. Auch hier wieder. Nicht glauben, wie etwas zu sein hat. Und wenn es das nicht ist und das Kriterium trifft nicht zu, dann kann es das nicht sein. Nee, es kann trotzdem sein. Vielleicht so eine intensive Verbundenheit, die man sich eigentlich gar nicht erklären kann, die einfach da ist. Ja, und oft, ist wirklich oft, das ist keine Seltenheit, der Gedanke da, der passt doch gar nicht. Ja, ja, ja. Der passt wirklich nicht. Ja. Aus irgendwelchen Gründen, soziale Unterschiede oder was wir vorhin schon hatten, ne? Alter oder Geschlecht oder Lebensumstände oder, und du denkst, das geht ja gar nicht und jetzt nicht und ich bin gerade so, und dann macht der Buff deine Lebensplanung kaputt und bringt echt irgendwas total ins Rollen. Das ist sehr typisch für Seelenpartnerschaft. Schön. Ja, die nächste Frage passt auch wieder ganz gut. Nämlich, okay, gibt es nur diesen einen Seelenpartner oder gibt es mehrere in einem Leben? Lili hat das gefragt. Die Lili. Entschuldigung. Ja, Lili. Ja, genau. Aber es gibt viele. Stell dir vor, die Weltenseele ist ein großer, großer, fetter Teich. Ja? Und ab und zu kommt da ein Tropfen raus. Und benetzt dich. Das ist dann eine Seele, die dein Leben trifft. Und es kann natürlich sein, dass du ganz viele andere Seelen triffst. Ich habe schon mehrere Seelenpartner in meinem Leben gehabt. Und ich kenne einige Leute, die haben auch mehrere Seelenpartnerschaften. Ich glaube sogar, dass ein Mensch, der in der Lage ist, einen zu treffen und einen zu erkennen, sehr viel leichter in der Lage ist, auch andere zu treffen. Weil er einfach zunächst mal sich geöffnet hat. Weil er sich aufgemacht hat für die Liebe. Und Menschen, die... ja, ich treffe nie einen und ich bin immer schon Single und Partnerschaften gehen alle schief und es ist immer so schwierig, dann ist es erstmal ganz wichtig, diese Liebe an sich, die Liebesfähigkeit ins Leben einzuladen und zu wecken, wirklich zu wecken. Und wenn die dann da ist, sehr viel mit Selbstliebe zu tun, das so zu veredeln und zu vergolden, dass du dann diese strahlende Anziehungskraft für einen anderen Seelenpartner hast. Und das kann wirklich mehrfach im Leben passieren. Und je liebesfähiger du bist, umso häufiger wird es dir passieren. Wenn wir da mal dranbleiben, eben bei der Frage, was kann ich tun, um bereiter zu sein? Okay, die Liebe, die Eigenliebe. Gibt es noch Dinge, die mir helfen,
Also okay, Denkstrukturen aufgeben, das ist ein zweites, habe ich auch verstanden. Was hilft mir noch? Naja, damit der Bahn, ich bin hier zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Katrin fragt nämlich zum Beispiel, wie kann ich trotz über 20 Jahre ohne feste Beziehung noch hoffen, dass er kommt? Also was kann vielleicht Katrin noch tun? Du hast kurz gesagt, ich möchte darauf nochmal genauer eingehen, die Eigenliebe oder Selbstliebe. Meiner Meinung nach ist die das Meisterstück der Liebe. Und das ist fast so, wie wenn du so eine magnetische Anziehungskraft entwickelst. Katrin, wenn du dich liebst, wenn du dich toll findest, wenn du dich loben kannst, wenn du deine Stärken kennst, wenn du weißt, was deine Fähigkeiten sind, wenn du dich attraktiv fühlst, wenn du dich weiblich fühlst, egal ob du heterosexuell oder homosexuell bist, wenn du einfach deine Identität als Frau, als Katrin gefunden hast und das richtig toll findest, ich sage richtig toll, ne? Nicht so... Oh, ich bin halt so und ich kann es nicht ändern und ja, meine Schwester ist und meine Freundin ist und ich aber nicht, dann funktioniert das nicht. Wenn du selber diese Liebe für dich entwickelst und es dir urplötzlich, ich sag echt urplötzlich, nach 20 Jahren völlig egal ist, ob da einer vorbeimarschiert und dich toll findet, dann kommt er. Ja, es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Es ist echt so. Tja. Das ist auch die Antwort auf die Frage, die aber so schön geschrieben ist, die ich deswegen vorlesen will, von Rumpelstilzchen. Hallo Rumpelstilzchen. Ich, weiblich, seit 11 Jahren verwitwet, bin seit längerem erfolglos auf der Suche nach dem Seelenpartner. Bin ich unsichtbar? Ja. Aber es ist trotzdem nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Ich glaube, ein wesentlicher Faktor bei der Seelenpartnerschaft ist die Suche aufzugeben. Der Seelenpartner findet dich. Also wirklich nicht, suchen hat ja sowas wie, ne, so ich renne und mach was und ich muss irgendwas erledigen. Nee, in dieser Selbstliebe und der Akzeptanz sicher, vertrauensvoll zu sein. Ah, hört sich doof an, ne? Hört sich so leicht an. Einfach zu sein und zu sagen, ich vertraue. Und dann kommt der. Das Suchen wirklich mal aufzugeben und zu sagen, ich mache aus dem Suchen, das hat was von Sucht, ne? Und auch von Sehnsucht, ich mache daraus eine Einladung. Und die Einladung heißt, hier bin ich, ja. Und wer möchte, kann gern kommen. Und ich bin bereit und ich bin offen dafür. Und dann passiert das. Und 10 Jahre macht nichts. Passiert schon noch. Ja. Weiteres Thema, das zu passt, ist, dass manche Menschen ja denken, sie sind zu schüchtern. Es war bei mir auch so. Ich dachte, ich bin eigentlich gar nicht beziehungsfähig und dann hat es paff gemacht. Also so schnell kann es ja dann auch passieren. Annette fragt nämlich, wie kann ich meine Schüchternheit überwinden, um einen Seelenpartner zu finden? Und geht es überhaupt darum, die Schüchternheit zu überwinden? Das ist meine Frage dazu. Ah, danke Thomas. Super. Nein, sei doch schüchtern. Schüchtern heißt, ich bin zurückhaltend. Ich bin introvertiert. Ich bin jetzt nicht die Rampensau, die in die nächste Bar geht und sich dann ins Scheinwerferlicht stellt und sagt, hey, hallo, hier bin ich. Nein, auch dazu wird es Partner geben, die dich in dieser Zurückhaltung schätzen und lieben können. Und nicht, obwohl du so bist, sondern weil du so bist. Und deswegen, nein, arbeite gar nicht dran, verändere nichts, steh dazu, sag, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal von mir. Und ich weiß ganz genau, es gibt sehr viele Männer, wenn es um Männer geht, Frauen ist vollkommen egal, das Gleiche, die schätzen das total, zurückhaltende, vorsichtige, schüchterne Menschen zu treffen und ihnen zu begegnen, weil sie dann auch in ihrem eigenen Tempo auf diese Menschen eingehen können. Das ist überhaupt kein Manko, im Gegenteil. Ja, da kann man auch ein Thema, was auch damit ein bisschen zusammenhängt, beleuchten. Du bist ja auch Expertin für Übersensibilität. Mhm. Wie heißt es genau? Nicht Hochsensibilität. Hochsensibilität, genau. Und das sind ja eben auch Menschen, die eigentlich sich oft als sehr empfindlich, empfindsam empfinden und das eher als einen Nachteil empfinden. Und in Wirklichkeit ist das ja eine tolle Qualität. Ja, das ist eine Gabe. Ja. Ich sage immer, es ist eine Gabe. Und wo deine Gaben sind, sind deine Aufgaben. Mhm. Also mach was damit. Und ich appelliere immer, aus dem, was da ist, das Beste zu machen. Und ein feiner, feinsinniger, hochsensibler, hochempathischer, hochsensitiver Mensch, der sehr gut auf andere Menschen eingehen kann, der sie gut spüren kann, der sie sieht und erkennt, warum sollte der sich verändern? Im Gegenteil, ja. Natürlich, wir wissen, 70% aller hochsensiblen und hochsensitiven Menschen sind introvertiert. Und das ist fein so. Ganz fein so. Braucht man nichts zu ändern. Steh dazu. Und auch da wieder das nochmal untersuchen, wäre es jetzt für diese Menschen ratsam, ebenfalls einen hypersensiblen Menschen zu finden oder
geht es darum nicht, sondern es geht darum, offen zu sein für den Menschen, der einem dann begegnet. Genau. Und dann den Mut zu haben. Das ist nicht so einfach, wenn man so. Ja, ich kenne. Ich wiederhole mich. Es gibt alles. Es gibt alles. Ich kenne Partnerschaften von Introvertierten mit Extrovertierten, die super funktionieren. Ich kenne Extrovertiert, da geht es so ein bisschen lustig zu. Und ich kenne Introvertiert. Es passt wirklich in langfristigen Ebenen alles. Wenn die Bereitschaft dafür da ist. Ja? Also auch da als Introvertierte das Zwiegespräch als Ritual in der Partnerschaft einzuführen und zu nutzen, im Dialog zu sein und zu sagen, du, heute bin ich maulfaul. Können wir mal morgen drüber reden? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Absolut. Sich nicht verbiegen. Und dazu passt eigentlich ganz gut das Nein in der Liebe. Das war mal so ein Buch von Peter Schellenbaum, den du auch hier zitierst. Mhm. Ja, zu lernen, Nein zu sagen, ist ja auch nicht so einfach. Gerade, wo du erzählt hast vorhin, dieses Beispiel, diese junge Frau, die sich fast schon das kleine Liebchen und die will sie ihm recht machen und so. Mhm. Aber es geht ihr ja nicht gut damit wahrscheinlich. Ja, und vor allen Dingen, es führt am Ende nicht zu irgendwas. Weil wenn ich nicht lerne, Nein zu sagen, mache ich öfters Dinge, die entweder meiner momentanen Situation, Belastbarkeit, Laune, Stimmung oder grundsätzlichen Persönlichkeitsstruktur entgegenstehen. Und was passiert, wenn wir das dauerhaft tun? Also erstmal werden wir unglücklich, vielleicht werden wir sogar depressiv oder im schlimmsten Fall krank. Also wirklich krank. Der Körper zeigt es ja. Ne? Gerade bei hochsensiblen Menschen habe ich den Körper als Seismograph. Der zeigt dann sehr schnell, wenn etwas im Argen ist und nicht so ganz stimmig ist. Und das führt zu nichts. Also wirklich dazu auch zu stehen. Ist wichtig. Vielleicht auch ein wichtiges Thema, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird. Wie kann ich denn erkennen, ob eine Beziehung dann doch vielleicht beendet werden muss, obwohl es vielleicht ein Seelenpartner ist? Mhm. Was hilft mir da, den richtigen Weg zu finden? Ich glaube, da stehen ja auch viele Menschen davor, die leben dann Seite an Seite und man spricht gar nicht mehr miteinander oder man merkt, der lebt in einer völlig anderen Welt oder sie. Was gibt es da für Hilfsmittel? Richtig. Geistesklarheit. Ah, okay. Die Geistesklarheit. Nicht den Verstand abschalten und nicht nur im Gefühl sein. Weil es kann ja durchaus auch sein, dass ein mieses Gefühl, ne? Wir sitzen in einem Patt, wir können gerade nicht gut miteinander, ja? Dass das eine vorübergehende Situation ist. Einfach ein Talsohle und aus der kann man wieder raus. Und da ist es total wichtig, dass wir lernen, eine Bestandsaufnahme zu machen. Also wenn ich anfangen muss in einer Partnerschaft, mich selbst zu verraten oder einen Preis zu zahlen, der zu hoch ist, Wir zahlen immer einen Preis, ja. Als Single tue ich das, als Mensch in der Partnerschaft tue ich es, bin ich im Dialog, entziehe ich mich, brauche ich Nähe, will ich gerade Distanz. Alles das, was wir tun, hat ja Folgen. Sich also wirklich über diese Konsequenzen klar zu sein, ist die Grundvoraussetzung. Und dann mit dieser Geistesklarheit die Intuition einzuschalten. Die ist nämlich unbestechlich. Die sagt dir sehr genau, das ist vorbei. Und unter Umständen ist da auch deine Seele da, die sagt dir, das, was du mit diesem Menschen lernen konntest oder auch mit dieser Seele, hast du gelernt. Mhm. Und jetzt geh deines Weges und weiter. Mut. Ja. Ja. Naja. Ja. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Ja, also passt nicht ganz dazu, aber ich finde so lustig einfach dieses Zitat von dir, das muss ich erst mal vorstellen. Nämlich eben, viele denken ja dann, wenn es mit der Sexualität nicht mehr läuft, ist es zu Ende. Aber da sagst du, kannst du wirklich glauben, dass diese tiefe Liebe etwas mit einem Geschlechtsteil zu tun hat? Also das ist nicht das Thema. Nein, wirklich nicht. Nein, das mit dem Geschlechtsteil ist eine tolle Sache, ja. Muss aber nicht sein. Schön. Stellen Sie beide Fragen. Sie haben noch die Chance. 20 Minuten ungefähr. Und da kommen noch Fragen reingereicht. Vielen Dank mal an die Kollegen von der Redaktion, die hier zu 20. am Telefon sind. Nein, ganz so viele sind es nicht. Oh, aber sind schon gut beschäftigt. Ja. So, was haben wir denn hier? Otto will was. Oh ja, der Otto. Das finde ich gut nochmal. Nochmal die Selbstliebe vertiefend nachgefragt. Anne, dein Geheimtipp zur Entwicklung von Selbstliebe. Was kann man da noch? Überhaupt kein Geheimtipp. Habe ich schon so oft wiederholt. Kann man echt, also Anne Heinze wiederholt sich permanent. Und ich tue es schrecklich gerne. Ich wiederhole mich da schrecklich gerne. Und zwar, fang an, wirklich mit dir zu arbeiten. Und besorg dir ein wunderschönes Heft, so ein Tagebuch. Ja? Das soll schön sein, das soll haptisch sein, das soll dir gut gefallen, das soll eine tolle Farbe haben, schönes Papier, dazu einen schönen Stift. Und dann beginne ein Lobtagebuch zu schreiben.
Ein Lobtagebuch ist das, was du, ich hoffe, du putzt ja abends die Zähne, zum Zahnputzritual hinzufügst, 5 Minuten dazu. Was habe ich an dem Tag Schönes gemacht? Was habe ich gut bewältigt? Was habe ich, wofür kann ich mich loben? Wo kann ich stolz auf mich sein? Was habe ich für eine Form von Anerkennung auch von außen bekommen? Um zu erkennen, dass man, was der Selbstliebe entgegensteht, ist ja immer der Selbstzweifel. Ja, und der sitzt dann da auf der Schulter und sagt, pass mal auf, das war doch alles nix, ja. Und ach komm, das hättest du auch mal anders machen können. Und perfekt war es auch nicht. Und nee, das Lobtagebuch dient wirklich dem, der Bestandsaufnahme all dessen, was du richtig, richtig gut kannst, wo du richtig toll bist und was dich liebenswert macht, was dich attraktiv macht, wo du auch körperlich schöne Merkmale hast. Heute war ich beim Friseur und ach, hab mich gut gefühlt. Und was alles einfach toll ist in deinem Leben. Und das schreibst du auf. Und was damit passiert, ist Psychohygiene. Diese Psychohygiene führt dazu, dass du dieser Selbstzweifler, der überall in uns ist, dass der immer leiser wird mit der Zeit. Und die Selbstliebe, die blüht auf, die gießt du damit, der gibst du Nahrung, die stellst du in die Sonne, da ist Dünger dann dabei und dann wird die mehr. Und irgendwann wächst daraus auch Vertrauen in dich selbst. Die Folge ist das Selbstvertrauen. Und wenn ich Selbstvertrauen habe, dann wächst das Selbstbewusstsein und auch deine äußere Wahrnehmung. Das ist so eine Kettenreaktion. Wirklich ganz, ganz, ganz einfach. Wirklich macht es. Schreibt ein Lobtagebuch. Anerkennung, Selbstliebe, alles, was toll läuft. Und das täglich. Wirklich als Ritual. Ich sage euch, wenn du da mal eine echte Krise hast und dich mal so richtig zum Kotzen findest, dann nimmst du dein Tagebuch, schaust da rein, sagst, ach komm, so schlimm ist es doch gar nicht. Schön. Und es macht echt Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es ist eine wunderschöne Aufgabe. Stell dir vor, du schreibst dir immer einen Liebesbrief. Immer wieder. Und ich glaube, auch da ist es wieder wichtig zu sagen, nicht mit dem Ziel, um dann endlich mal einen Partner zu finden, sondern man macht es ja für sich. Das ist das eigene Leben. Und ich denke auch, Zeiten, wo man solo lebt, wie du jetzt auch gerade erzählt hast, sind wertvoll, sind genauso wichtig und wertvoll und überhaupt, als wenn ich jetzt mit einem Partner lebe, oder? Mhm. Ist doch vollkommen so. Klar. Weil auch da ist immer diese Erwartung, oh, ich bin nur halb, ich kann nicht lieben. Aber für manche, finde ich, ist es sogar eine ganz, ganz wichtige, großartige Erfahrung, mal auch allein leben zu müssen, es aber auch zu können. Eine große Gefahr bei Menschen, die immer sagen, ich kann nicht allein leben, ist natürlich, dass sie den Partner missbrauchen. Hm. Ja, ich sage das absichtlich so spitz, missbrauchen, nach dem Motto, ohne dich kann ich nicht und ohne dich bin ich nur halb viel wert. Und dadurch setzen sie ihn einerseits in eine Verantwortung, die nicht seine ist. Man gibt die Selbstverantwortung ab. Und das führt natürlich dazu, dass der Partner einen Erwartungsdruck erlebt und auch Formen von, wie er sein müsste und was unfrei macht. Und Freiheit ist die Grundvoraussetzung, wirklich Grundvoraussetzung für die Seelenpartnerschaft und für die Liebe ohne Limit. Oh, das berührt mich sehr, weil, jetzt verrate ich ein Geheimnis, ja. Das Motto unserer, meiner Beziehung mit meiner Freundin heißt Liebe und Freiheit. Ja. Und das ist tatsächlich, da freuen wir uns jedes Mal drüber, dass wir uns das beiden jeweils gönnen, aber nur in Verbindung der Liebe ist es möglich dann weiter. Ja, so. Ich hatte neulich ein wunderschönes, sehr intensives Gespräch genau über dieses Thema mit einer Freundin. Und da haben wir über diese Freiheit auch gesprochen. Und wir haben uns, und sie lebt es genauso mit ihrem Mann seit 20 Jahren, identisch. Und zwar täglich, sich täglich zu fragen, will ich heute mit dir zusammen sein? Wow. Jede Woche will ich heute und jährlich das Eheversprechen zu erneuern. Wollen wir noch mal ein Jahr machen? Nicht, weißt du, bis dass der Tod uns scheidet. Wer kann denn das bitte sagen? Wer kann das bitte absolut sagen? Absolut, ja, das ist ja auch so ein... Boah, ich habe nun 4 Ehen hinter mir und ich habe allerdings immer gesagt, bei jeder Ehe, diesen Schwur leiste ich nicht. Weil, ich meine, rosa-rote Brille ist ja schön, aber ne, man muss ja nicht übertreiben. Nee, wirklich täglich sich neu zu fragen, möchte ich mit diesem Menschen zusammen sein? Möchte ich mein Leben teilen? Meinen Alltag, meine Sehnsüchte, meine Macken, meine Schniefnase, meine Dellen, meine Zellulitis, meine Falten, all das, ja? Und sagen, ja, Mensch, mit dir ist toll, ja? Komm, wir machen mal noch eine Runde. Und das ist Freiheit. Toll. Das ist wirkliche cool. Freiheit. Ja. Oder eben auch die Freiheit zu sagen, ja, du kannst jetzt mal eine Woche. Es gibt auch, also ein Bekannter von mir, der braucht manchmal 1 oder 2 Wochen für sich allein. Mhm. Ich bin mit meinem Mann gemeinsam in Urlaub gefahren. Ja. Er ist mit sich allein in Urlaub gefahren. Ich bin mit mir allein in Urlaub gefahren. Er ist mit Kindern in Urlaub gefahren, mit irgendeinem.
ich mit irgendeinem. So, und mal haben wir einen totalen Familienurlaub gehabt. Und das war toll. Und dann hatten wir natürlich auch immer was zu erzählen und es gab Austauschmöglichkeiten. Also ich glaube, also für mich persönlich kann ich mal deutlich sagen, Kleb-, Klett- und Klammerbeziehungen sind für mich nicht gut. Ich weiß, Menschen glauben aber, dass das ein Kriterium wäre für eine bedingungslose Liebe ohne Limit. Also eine Nacht ohne einander, nein, das geht gar nicht. Ja. Hallo, vielleicht ist sogar das getrennte Schlafzimmer die richtige Lebensform und Beziehungsform. Auch da kann ich wirklich nur appellieren an unkonventionelles Denken. Und sich zu trauen, mal anders zu leben. Ja, es gibt Liebesbeziehungen, die leben auch in unterschiedlichen Städten seit vielen, vielen Jahren. Ja, und es ist eben nicht immer einfach und manchmal zieht sich einer zurück und darüber spricht Angela. Hallo Angela. Mein Seelenpartner hat sich radikal von mir zurückgezogen, weil es eben zu überwältigend war. Und er gern sich und alles unter Kontrolle haben möchte. Das kommt ja manchmal vor, gerade bei Männern. Aber ja, was tun? Was kann man da tun? Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Wir kennen diesen Mann jetzt nicht. Und Übrigens nicht nur Männer, auch Frauen haben große Angst vor Kontrollverlust, immer wieder. Ja. Ich möchte das wirklich nicht Geschlecht festmachen. Diese Angst vor Nähe und diese Intensität der Gefühle, diesem Seelenpartner begegnet zu haben, die kann total Angst machen. Mhm. Die kann wirklich, wie so eine, so ein Tsunami macht die schwupp über dich. Ja? Und dann kann der Zeitfaktor helfen. Es kann helfen, Distanz räumlich und zeitlich zu geben. Es kann helfen, zu sagen, es ist fein, du hast diese Angst und ich kann die akzeptieren. Ich versuche, dich nicht zu verändern, ich bin aber da. Und auch hier wieder Einladung aussprechen. Nicht als Bedingung, nicht als ich will, du musst und ich brauche, sondern wenn du soweit bist, dann kommt er zu dir. Keine Türen zumachen und übrigens genauso wenig hinterherlaufen. Auch das macht wieder unfrei. Ja, das machen ja auch leider Menschen, wenn sie dann erleben, dass ein Partner auf Distanz geht, dass sie eher sich noch mehr so Mühe geben und dann hinterherhecheln. Nee, wer Zeit braucht, wer Distanz braucht, bitte nehmen. Und du, Angela, bleib in deinem Selbstverständnis und in deiner Selbstliebe und sag, es soll irgendwie so kommen, dass es für euch richtig ist. Und dann passiert das auch. Vielleicht auch da, was mir so einfällt, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich treu zu bleiben. Ja. Und dann kann ich erst dem anderen treu sein. Mhm. Stimmt das? Ja, natürlich. Das ist die Grundlage der Freiheit und das ist die Grundlage auch der Selbstverantwortung. Also dem eigenen Gefühl, ja, was stimmt für mich, was ist stimmig. Ja. Und es kommen weitere Fragen. Sehr schön. Zum Beispiel von Susa. Woran merke ich, dass es Zeit ist, meinen Seelenpartner loszulassen? Gut, das hatten wir vorher schon so ein bisschen. Vielleicht nochmal eine andere Komponente. Intuition, Geistesklarheit. Beides einschalten. Und nicht, ganz wichtig, keine übereilten Entscheidungen. Ne, es ist wirklich so, das sind Wählen. Ne? Manchmal kann es sein, dass eben Distanz nötig ist, dass Abstand nötig ist, dass Angst vor Nähe vorhanden ist. Und dann gibt es diese Welle der Distanz. Wenn dann aber nichts mehr zurückschwappt, wenn dann du das Gefühl hast, du stehst allein auf weiter Flur und das Ganze um dich herum ist eine Insel und da ist nichts Nährendes mehr, sondern du hast das Gefühl, diese Beziehung, die zehrt eher an dir und du hast nicht das, oder im schlimmsten Fall das Gefühl, es ist wie vergiftet und das ist so kein Raum zum Atmen mehr. Dann zieh mal in Betracht, dass diese Partnerschaft vorbei ist. Und dann, wenn du diese Erkenntnis hast und dich entscheidest, okay, ich gehe auf Distanz, dann probier das mal aus. Und dann wirst du sehr schnell merken, wie sich das anfühlt. Wenn sich das gut und richtig für dich anfühlt, mach mehr davon. Schön, das gefällt mir. Dazu passt auch die nächste Frage ganz gut. Also, was ich so raushöre, ist einfach, erforsche es, untersuche es. Ja. Mit dir, aber auch mit dem Partner, wenn es möglich ist. Ja. Ich würde gerne noch ein anderes Wort hinzufügen da. Hm? Spiel damit. Stimmt, es nimmt ein bisschen die Schwere raus. So, Arbeit, bitte arbeitet nicht an eurer Beziehung. Ja, arbeitet nicht daran. So hart, weißt du, Blutschweiß und Tränen. Nein, spielt damit. Erst dann habt ihr verdient, glücklich zu sein. Man kann Liebe nur mit harter Arbeit erreichen. Mhm. Nein, spielen, ausprobieren. Die Ernsthaftigkeit, die Schwere rausnehmen. Versuchen, so ein bisschen kindlich daran zu gehen. Ja? Wenn Kinder was erfahren und erforschen, um dein Wort zu nehmen,
dann machen die ja auch nicht ein Konzept und eine Strategie und dann hinterher ein System. Nee, sie gehen da so rein und dann versuchen sie einfach zu gucken, was tut mir gut, was mag ich. Davon habe mehr, wenn es geht. Und was ich nicht mag, bäh, nicht mehr. Ja. Schön. Ich denke, das Spannende ist ja auch, dass in jeder Beziehung andere Themen aufploppen. Ja, mhm. Und eine andere Form von Innigkeit entsteht. Ne? Also sogar das mit einem Menschen. Ja, also ich meine, ja. Ich habe mit jedem Menschen, der in meinem Leben war, andere Facetten meiner Persönlichkeit erlebt. Ja. Die haben andere Facetten an mir hervorgerufen, auch ganz grottentiefe Abgründe. Ja klar, und jeder einen anderen. Insofern schleifen die natürlich auch, das ist wie ein roher Diamant. Ja? Und die Seelenpartner, die bringen das alles so zum Leuchten und zum Glänzen. Mhm. Und das ist aber nur, weil sie das Licht in einem auch sehen und lieben. Ja, genau. Also es wird es ja gar nicht gehen. Genau, ja. Ja. Ich wollte dich unterbrechen. Nein, nein. Lass uns reden über Facetten. Wir haben viele verschiedene Facetten. Ja, ja. Und wir können auch verschiedene Facetten lieben. Und deswegen können auch bei einem Menschen wie bei mir jede Partnerschaft komplett anders sein. Komplett. Und es gibt keine gemeinsamen Nenner. Außer, dass sie alle ganz tolle Wesen waren. Hm. Jeder Tag ist schon anders, ja. Man erlebt ja schon selbst jeden Tag anders, in der Tat. Ja. Auch nochmal spannend, wir haben es schon ein bisschen gestreift. Da hätte ich gern gewusst, was das für eine Art von Beziehung ist. Aber der Mensch hält sich anonym. Also anonym will wissen, was ist es, wenn man sich gleichzeitig angezogen und abgestoßen fühlt? Mhm, kann Verschiedenes sein. Ja. Zum Beispiel die Angst vor Nähe, hatten wir schon. Zum Beispiel, wir reden mal vom Resonanzprinzip. Da ist irgendetwas in dir, was du selber nicht so richtig sehen willst. Der andere geht aber in Resonanz damit. Und weil du es nicht selber sehen willst, lehnst du es ab und bist auch abgestoßen von dieser Beziehung, von dieser Partnerschaft. Und ich sage mal, wo ein ganz großes Ja ist, aber auch ein ganz großes Nein, da schau genau hin, weil beides hat was mit dir zu tun. Und dieses... Es kann sein auch, du willst dich nicht einlassen und es kann sein, dass da irgendetwas an dir wirklich so hervorgerufen wird, so geweckt werden will und das Wichtigste ist einfach, das bewusst zu tun und dich drauf einzulassen. Ja, dann ein Thema, was ja auch Menschen echte Sorgen macht und zwar Katharina will wissen, ich leide unter extremer Beziehungsangst. Wie kann ich meine Sichtweise auf dieses für mich belastende Thema ändern und mich für die Liebe öffnen? Das ist eine wunderschöne Frage, Katharina. Spielerisch. Und zwar, ich gebe dir ein Bild dafür. Wenn du hast, nehmen wir mal, die Beziehung ist da oben der... Das Matterhorn, ja? Und du willst diesen Berg besteigen. Ja, dann fängst du nicht an und gehst gleich mal los und nimmst dir das tollste Kletterwerkzeug und machst ein schnelles Training, sondern du gehst los und lernst erstmal Klettern und Bergsteigen an weniger schwierigen Stellen. Ja, du übst es. Es geht wirklich um Üben. Liebesfähigkeit kann man üben. Das heißt, versuchst erstmal, wenn du sagst, schlimme Beziehungsangst, du versuchst erstmal vorsichtig, Baby-Steps, auf Menschen zuzugehen. Wir reden nur von Menschen. Wir reden jetzt gar nicht von Mann, Frau haben wollen, ja? Sondern vorsichtig auf Menschen zugehen. Weil Beziehungsunfähigkeit heißt ja oft auch, keine Freunde im Leben, heißt oft, die beste Freundin ist weit weg und so. Sondern wirklich dich zu öffnen, Menschen, Seelen zu öffnen. Und dann zu probieren... Weißt du, kannst du so ein bisschen Ping-Pong spielen oder sagen wir Jojo. Jojo ist besser. Hingehen, zurück und dann nimmst du die nächste Stufe und gehst ein Stückchen weiter den Berg hoch. Und irgendwann merkst du, boah, deine Fähigkeiten bis zum Matterhorn hochzukommen, die werden immer mehr. Spielerisch üben. Vielleicht auch mal die Blickrichtung ändern. Oh ja. Ja, du hast ja in deinem Buch so eine lustige Stelle über Perspektivwechsel. Ich liebe die Stelle. Ich liebe sie, deswegen möchte ich sie gerne vorlesen. Nur zu. Ja, klar. Perspektivwechsel. Ja? Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist auch dieses unkonventionelle Sein, sich was trauen und so. Ja? Ich schreibe hier in dem Buch, ich bin ein bekennender Fan von antizyklischem Verhalten. Antizyklisches Verhalten und antizyklische Kommunikation schenken Überraschungen und helfen, Gewohnheiten zu überprüfen. Vielleicht gibt es ja noch bessere Alternativen, andere Möglichkeiten, ungeahnte Erkenntnisse zu gewinnen, jenseits des Bekannten. Antizyklisches Denken und Handeln, Handeln ist wichtig, ne? Lohnt sich in vielen Situationen im Alltag. Jetzt blätter ich demonstrativ um und tata. Das ist nämlich tatsächlich in dem Buch auch so gedruckt, deswegen danke an meinen lieben Verleger, der das wunderbar hingekriegt hat. Hier steht nämlich tatsächlich auf dem Kopf,
Probier es einfach mal aus. Statt alter Gewohnheiten, ein neues antizyklisches Verhalten. Es kann so viel leichter gelingen, ausgetretene Trampelpfade zu verlassen, lebendig neue Erfahrungen zu machen, und frag dich einfach, was könntest du rein experimentell einmal ausprobieren, um die Wirkung von antizyklischem Verhalten zu erleben. Mach mal ein konkretes Beispiel. Du hast einen Partner und das ist so ein bisschen eingeschlafen, ja? Das ist so ein bisschen Gewohnheit geworden. Und jetzt mach doch mal ganz was anderes. Also wenn wir einen Teufelskreis haben, ne? Das ist der Zyklus, jetzt mach das Gegenteil von dem. Versuch, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Und das wirklich experimentell mal zu spielen. Was kann ich anders machen als das, was ich bisher immer so gemacht habe? Einstein hat es mal so schön gesagt. Ne? Ich kann ein Problem nicht mit dem gleichen Gedankengut oder so ähnlich lösen, wie mit denen es entstanden ist. Also versuch auch hier raus aus ausgetrampelten Trampelpfaden andere neue Wege zu gehen. Hilft da manchmal auch irgendwo sozusagen, also jetzt mal so eine spirituelle Komponente, zu wissen, dass das Leben mich schon trägt, dass es irgendwie auch seinen Sinn hat, was ich hier erleben und vielleicht auch erleiden muss. Ja. Ich glaube, das ist total wichtig, Thomas. Also ich sage euch wirklich, meine Seelenpartnerschaften waren manchmal fürchterlich schwer, also herzzerreißend, also ich habe buchstäblich physisch das Gefühl gehabt, herzzerreißend Schmerzen, Herzschmerz, ja. Totale Herausforderung, total Ratlosigkeit, total Kraftlosigkeit, weil es wirklich anstrengend war. Aber durch mittlerweile 25 Jahren wirklich auch spirituellem Leben und Meditation und Einüben von Hingabe und Demut, das fällt mir nicht immer leicht, ja, wirklich Einüben von Hingabe und Demut, habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass es mich wirklich trägt, das Leben. Es ist wirklich so. Ich nenne das Erfahrungsvertrauen erworben. Schönes Wort, schön. Ja, Erfahrungsvertrauen, ich kann Vertrauen haben, da habe ich jetzt keinen Grund dafür, ich habe jetzt mal Vertrauen. Erfahrungsvertrauen heißt aber, ich habe einmal was erlebt, oh, es hat funktioniert. Ich mache es das zweite Mal wieder und ich merke, boah, das geht, ja. Und so wächst auf eine bestimmte Art und Weise Vertrauen in mich und ins Leben in mir. Und das habe ich wirklich Stück für Stück erlebt. Und egal, ob Partner da war, kein Partner da war, ob es schwierig war, ob Trennungsphasen, logischerweise habe ich auch schon heftige erlebt. Am Ende war es immer total gut und absolut positiv. Und ich möchte wirklich auch kein Stückchen Schmerz vermissen. Kein bisschen. Schön. Ja, das ist ermutigend und das kriegt man ja auch bei diesen wunderschönen Geschichten mit. Das sind auch einige Paare, die da so ein bisschen über ihre Beziehung schreiben. Eine kann ich mich erinnern, die sagt dann auch, es ist manchmal echt hart und schwer, aber habt den Mut, es lohnt sich, dem Herzen zu folgen. Das kann man auch allgemein im Leben so sagen, finde ich. Ja. Aber in der Tat, man lernt es erst durch Überwindung von Hindernissen und durch den inneren Weg. Naja. Und wenn man im Problem steckt, vergisst man es auch wieder, denkt, oh, das ist alles so furchtbar. Aber auch das kann man üben. Das ist auch ein bestimmtes Ritual. Geh mal rein in den Schmerz und Trauer. Und jammern ist auch voll okay. Ja? Wenn man weiß, Moment, da war noch was anderes. Ja, okay, ich will ja was entwickeln. Ich möchte was entfalten. Ich möchte was lernen. Ich möchte üben. Ich will Hingabe. Ich möchte die Liebe einladen. Bin zwar im Moment nicht so wahnsinnig fähig dazu, aber ich will. Ja? Und dann kommt das auch wieder. Vielleicht auch, das ist auch nochmal wichtig, glaube ich, geschieht es von selbst? Also sagen wir mal so, die Selbstliebe kann ja auch vielleicht in der Selbstliebe stecken bleiben, dass ich nur mich selber gerne habe und dass ich ganz vergessen habe, wirklich in Austausch zu gehen. Ja. Oder, ja. Gibt's. Wir reden jetzt nicht von Narzissmus, dieser übersteigerten Selbstliebe. Genau. Das lassen wir mal weg, so pathologisches Verhalten. Nee. Sondern ich bin mir selbst genug. Ja. Also es ist eine Form von Resignation. Also dann, abgesehen davon, dass es auch sein darf, wenn man das möchte. Aber nicht, wenn es eine Form von Resignation ist. Nach dem Motto, ich bin jetzt nur noch für mich da und ich kümmere mich um mich selbst, weil es kümmert sich ja eh keiner um mich. Ne? Hilft dir selbst, sonst hilft dir keiner, ist so dieser Satz dazu. Das ist ja auch wieder, ist nicht konstruktiv, wenn ich wirklich in Partnerschaft gehen will. Wenn der Mensch zufrieden ist und alleine sein möchte, toll. Ja. Kennst du jemanden, der wirklich dauerhaft sagt, seit 20 Jahren, ich bin allein, ich will so bleiben und ich will es nicht anders? Ich kenne keinen einzigen, ehrlich nicht. Ich kenne keinen. Also Zwischentöne gibt es immer. Da sagt dann, es ist okay, aber... Es ist okay, was ich mir anders anlege. Leidenschaftlicher Single. Ja, ne? Ja, ja. Nee, das gibt es also wirklich nicht. Also da würde ich schauen, ob das eine Vermeidungshaltung ist und ob ich vielleicht eher Angst auch davor habe, weil, könnte ja auch wieder dann schief gehen. Ne?
Wow, ja, das Leben ist ein Abenteuer und Beziehung erst recht und die Liebe sowieso. Ja, und ich denke, dem Herzen zu folgen, der Liebe zu folgen, ist ein lebenslanges Abenteuer. So ist es. Ich danke dir. Bitte, gerne. Ich glaube selber, ja, es bestärkt, glaube ich, auch Sie, meine Damen und Herren, auf Ihrem Weg und uns alle, dem Herzen zu folgen. Es gibt nichts Schöneres, aber es kostet auch Mut. Mut und wirklich auch mal risikofreudig zu sein und dabei zu spielen und sich zu trauen und sich zu öffnen, einfach was kommt. Also ich glaube wirklich, das Leben hält für uns Überraschungen parat, von denen ahnen wir nicht mal, dass die da sind. Und ich würde diese Gelegenheit einfach nutzen, wenn sie kommt, sagen, ja, schauen wir mal, was draus wird. Ja. Schön. Jetzt gucke ich nochmal, ob eine wichtige Frage ist, die wir nicht schon ein bisschen beantwortet haben. Ich frage mal so die Regie. Haben wir noch 5 Minuten? Okay. also, was haben wir hier? Ja, das ist auch sicher ein Thema, das viele erleben. Wie gehe ich damit? Kira, hallo Kira. Deine Frage lautet, wie gehe ich damit um, dass der Seelenpartner in eine Beziehung steckt, obwohl er genauso fühlt wie ich? Mhm. Genauso fühlt, da meint sie eben diese Liebe, diese Verbundenheit. Schön, dass die Frage noch kommt, weil die kommt so häufig. Mhm. Ja, weil es ist ja nicht so, dass Single auf Single trifft und dass jetzt der Seelenpartner oft sind Seelenpartner bereits in bestehenden Beziehungen und sie treffen aufeinander. Jetzt kann das bedeuten, dass dieser Seelenpartner da ist, um deine Seele zum Schwingen zu bringen, ja, um sie lebendig zu machen, um die Liebe nochmal anzufachen. Und es ist überhaupt nie gedacht, dass daraus eine lebendige, und das müssen wir jetzt vielleicht mal kurz an der Stelle auseinanderhalten, Lebenspartnerschaft wird. Eine Seelenpartnerschaft muss nicht eine Lebensrealitätspartnerschaft sein. Meine Seelenpartner sind da, trotzdem möchte ich mit keinem von denen, mit denen ich auch schon Partnerschaften hatte, noch zusammen sein. Zu wissen aber, der ist da und fühlt auch so, möchte aber in seiner Beziehung bleiben. Das ist schwierig zu akzeptieren, kann aber sein. Jetzt kommt der nächste Punkt, der fühlt das auch so und er will raus aus der Beziehung und will auch mit dir eine Lebenspartnerschaft eingehen. Dann, Kira, braucht es Zeit, Kommunikation, Dialog, unter Umständen mit dem dritten beteiligten Menschen, wie der denn dazu steht. Auch da, vielleicht gibt es Beziehungsmodelle, die noch unkonventioneller sind. Ich kenne Beziehungen, die durchaus zu dritt funktionieren. Ehrlich, gut funktionieren sogar. Aber das ist das Abenteuer, das so hinzukriegen, dass dann wieder alle glücklich sind. Oder, nicht wahr, dann sind Kinder da, man will die Kinder nicht verlassen. Ja, das Leben stellt einen schon manchmal vor Aufgaben. Wirklich immer diesen Preis ermitteln. Ja. Ne? Also was bin ich bereit zu erleben? Was bin ich auch bereit zu investieren? Was möchte ich nicht zerstören? Auch wirklich, das sich zu fragen. Also Geistesklarheit, abwägen, darüber nachdenken, darüber sprechen. Dialog. Fühlen, wahrnehmen. Naja. Es ist echt schwer. Also diese Partnerschaften, die da sind, man verliebt sich in einen, der ja gar nicht frei ist. Hallo, das tut so weh. Und wenn es dann auch noch in Resonanz ist, ich meine, ist auch doof, wenn der diese Beziehungsebene gar nicht hat und gar nicht, ich bin total alleine in dich verknallt. Verknallt erstmal. Oder ich spüre alleine diese Seelenverbindung, aber es ist noch nicht so weit, hatten wir ja vorhin in der Frage. Ja. Das sind schwierige Situationen, aber die kommen vor. Klar, oder was ich auch kenne, ich war verliebt in eine wunderbare Frau. Ich habe die Verbindung so stark gefühlt und sie wollte es halt nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich da jetzt mir was eingebildet habe, was ja auch manchmal passiert. Aber das hat mich schon sehr mitgenommen. Sowas passiert halt auch, aus das Leben. Bist du dran gewachsen? Ich glaube schon, ja. Ja, eben. Weil ich versucht habe, trotzdem meine Liebe nicht zu verstecken, sondern es einfach zu akzeptieren. Und dann irgendwann habe ich sie halt auch in Ruhe gelassen, aber zu wissen, ich liebe sie immer noch. Siehst du? Ja, genau. So ist es. Ja. Aber das ist genau das, was wir vorhin schon hatten. Ja, ich glaube, die Liebesfähigkeit, die wächst mehr und mehr, je mehr man sich das auch getraut. Auch wenn das mal schief geht und nicht immer in einer harmonischen Zweierbeziehung endet. Einfach zu lieben, ist das nicht schön? Auch ohne Objekt der Liebe. Ja. Ich meine, das ist noch eine ganz andere Ebene. Ja. Einfach nur zu lieben, weil Lieben so schön ist. Ich glaube, wenn ich mal ein Problem hatte in dieser Beziehung, komme ich zu dir. Schön. Ja, und nochmal eine grundsätzliche Frage, ja auch ganz interessant. Seelenpartner, wir haben schon die Fragen, wie lang kann so eine Beziehung sein und so weiter. Die grundsätzliche Frage, gibt es für jeden Menschen seinen Seelenpartner? Also
Gut, Dualseele, das haben wir schon gesprochen. Hat jeder die Chance, ihn und sie zu finden? Will Andi wissen. Hallo Andi, die Frage ist berechtigt. Ja. Ganz einfach. Ja. Klar. Ja. Und nicht nur einmal, mehrfach. Wenn die Liebesfähigkeit in dir vorhanden ist und du mit so einem weiten, offenen Fokus durchs Leben gehst und das hat nicht mal was mit Hingucken zu tun, sondern auch, weißt du, so Schwingung energetisch, spirituell, ja. Wenn du einfach sagst, ja, es ist möglich, weil du es für möglich hältst und weil du es gerne möchtest, dann passiert das. Also ein ganz klares Ja. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Null. Schön. Und eine schöne Frage für den Abschluss. Und das ist netterweise auch von dem Paar, nämlich, oder zwei Freundinnen, das wissen Schön. Wir nicht, das werden wir nie ermitteln können. Bettina und Conny, Schön. Die wollen wissen, was ist für dich Hingabe? Wie kann man das üben? Hingabe ist mit das Schwerste. Das ist so fast so schwer wie Loslassen. Kennst du das? Lass doch mal los. Ja, ja, ja. Hingabe. Hingabe ist das Absichtslose für mich. Ich rede jetzt mal nur von mir. Es war ja auch eine Frage ganz persönlich. Mhm. Ist es wirklich absichtslose, vertrauensvolle Leben, ohne in irgendeiner Weise Einschränkungen zu haben, anzunehmen, was kommt, tolerant zu sein, keine Erwartungen zu haben, sondern wirklich mit ganz großem, weiten, offenem Herzen da zu sein und zu sagen, es ist okay, was kommt. Und ich mache das Beste draus. Ich nehme es an, auch wenn es schwierig ist. Hingabe ist, also mir fallen so ganz so sinnliche Begriffe ein. Das ist so dick, fett, das ist so wie, das ist was Dichtes um dich herum und das ist gleichzeitig leicht wie eine Feder oder wie eine Wolke. Und es ist was, was dich trägt. Es ist was, was, wo Worte fehlen. Ja? Aber es ist ein unglaublich wunderschönes Gefühl und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen, jeder hat Hingabe schon erlebt, auf die eine Art und Mütter mit ihren Kindern, in einer Liebesbeziehung, in der Sexualität, wenn du eine Tätigkeit hast, in der du total aufgehst, in der du vergisst, was Zeit und Raum ist, wo du gar nicht mehr weißt, wo bin ich jetzt eigentlich, also weil du einfach so total im Flow bist, der Begriff ist auch nochmal schön dafür. Das ist Hingabe. Und zu sagen, ich möchte das gerne erleben, weil du, ihr erinnert dich jetzt einfach mal dran, oder Bettina und Conny waren es, ne? Erinnert euch beide daran, diese Hingabe irgendwann mal erfahren zu haben. Also wann habt ihr so einen Hauch davon gespürt? Wann habt ihr so, weißt du, die allererste Fußspitze in der Tür davon gehabt? Und dann versucht er, Tür noch ein bisschen weiter aufzumachen und zu schauen, wie kriege ich mehr davon. Die schöne Nachricht ist, wer einen Hauch davon hat, kann immer mehr davon haben. Immer. Cool. Ja. Schön. Schön. Da würde ich sagen, das üben wir jetzt alle mal zu Hause. Ich danke dir. Ganz wunderbar. Ich habe selber auch noch mal viel gelernt. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal eine Runde schwimmen. Ganz wunderbar. Liebe Anne, Seelenpartner, Liebe ohne Limit. Ein wirklich tolles Buch, kann ich Ihnen sehr empfehlen. Ich habe Freude daran gehabt, das zu lesen. Und ich hoffe, dir schon bald mal wieder zu begegnen. Vielleicht wieder auf dem Web-Talk oder auch woanders. Gerne, herzlich gerne. Hat mir auch viel Freude gemacht. Danke, Thomas. Lass es dir gut gehen. Und danke. Ihnen, meine Damen und Herren, alles Gute und folgen Sie am Herzen. Es gibt nichts Schöneres. Danke für Alles die tollen Gute. Fragen.